Hallo, ich wollte noch ein Video machen heute über Batman, eine Animated Serie aus den 90ern. Die Serie ist für mich eine der besten Batman-Serien, die es gibt. Sie kam ja kurz nach dem zweiten Batman-Film Batman's Return von Tim Burton raus. Und die Serie ist sehr an Tim Burtons Film angelehnt, kann man sagen. Düster, nicht so hell, also ein bisschen sehr, also nicht umfreut, sondern romantisch, gemütlich, dunklere Stadt, würde ich mal sagen, so gesehen. Also ich habe Batman-Feeling in der Serie. In der Serie ist besonders, dass die Charaktere alle nach und nach eingeführt wurden, mit Storyline. Das finde ich gut daran. Joker schon da gewesen, wie immer. Es ist Mysteria, wo der hergekommen ist. Gibt es einen Comic drüber. Da hieß ja, der Comic hieß The Killing Joke, hieß es nicht. Das war der andere Comic. The Killing Joke. Doch, Killing Joke kam das auch vor die Story. Aber geht ja so Batman Animated. Die Serie fand ich gut, wie die ganzen Charakter eingeführt worden sind. Der Riddler ist eingeführt worden mit Storyline. Firefly hieß der, genau, eingeführt worden. Clayface, Killer Croc, weiß noch, die ganzen Bösen, alle Poison Ivy, Catwoman. Also ich finde es gut, dass die ganze Story ist, also die ganzen Charakter da eingeführt worden sind und nicht schon da gewesen sind. Eine gute Einstellung in der Serie, finde ich. Ab und zu taucht Robin da drin auf. Die erste Staffel Batman, die animierte Serie, fand ich super. Gute Storys. Joker war viel bei gewesen, gute Charakteren. Auch Man-Bat war dabei gewesen mit seiner Storyline und so. Da waren echt fast alle Charakter drin von Batman, die es gibt, kann man sagen. Sogar Bane kam davor. Bane war aber ein bisschen peinlich, mehr peinlich als der Bane in den Comics, kann man sagen. Dann gab es die zweite Staffel, die hieß Batman and Robin. Die Serie war auch noch gut gewesen, gleich als Zeichenstil. Gleiche Storyline, also gleiche Story, ist weitergeführt worden. Gute Charakter, Ra's al Ghul kam davor, Talia al Ghul kam vor. Batgirl hieß die noch, kam vor. Da kam echt viele vor in den Comics. Auch Mad Hatter kam vor mit Storyline und so. Scarecrow kam vor. Also die ganze Story, die hergekommen ist und wieder geworden ist und so. Ich finde, die Serie ist die beste Serie, die von Batman je gedreht worden ist. Und es gab nur 3 Staffeln. Ich würde sagen, die Serie hätte erfolgreich weiterlaufen können. Nur die haben großen Fehler gemacht bei der letzten Staffel. Die hieß The New Batman Adventure. Ich habe die gesehen. Es war der 3. Staffel gewesen davon. Die haben erstmal alles total umgeändert. Batman sah nicht mehr so aus, hat dieses andere Fledermaus-Logo auf der Brust gehabt. Joker sah plötzlich ein bisschen komische Hautfarbe gehabt, ein bisschen irgendwie, also nicht komische Hautfarbe, ein bisschen grüner als weiß, kann man sagen. Catwoman hat einen großen Kopf bekommen, anderes Kostüm, die sah nicht mehr menschlich aus, die sah ein bisschen alienmäßig aus, fand ich. Poison Ivy hat auch einen großen Kopf bekommen, die hat auch komische Haare bekommen und auch andere Hautfarbe bekommen. Ganze Charme verloren gegangen. Scarecrow kennt ja jeder. Den Film war ja dieser ganz dünne, rote Anzug, dünne Scarecrow. Und in dem New Batman Adventure, da war da so ein 2,5 Meter großer Hühne, der richtig unheimlich ausgesehen hat. Also kein bisschen Ähnlichkeit. Killer Croc sah anders aus, Pinguin sah anders aus. Die sahen alle komplett anders aus. Und die Story hat mir nicht gefallen. Erste war nach Robin gewesen. Dick Grayson, also der sympathische Robin, der nicht nervt, der sympathisch ist, den jeder mag, würde ich mal sagen. In der anderen Serie war dieser komische rote Robin dabei, der nur doof gelabert hat und total nervig war und blöd war in meinen Augen. Ich habe den nicht ausstehen können. Ein Klugscheißer ohne Ende. Ich habe die Serie deswegen auch gehasst. Und dann haben die so eine Storyline gebaut, und irgendwie, dass er und Batgirl zusammen, Batgirl sah anders aus irgendwie, dass sie dann als Team sind und dann auch Storys erleben. Ich fand die Serie so peinlich irgendwie. Vor allem, ich habe nichts wiedererkannt, dachte vorher, perfekt gezeichnet, gute Story. Und dann gut, die andere Serie dann, wie sehen die alle aus jetzt? Wer ist das? Also, die haben irgendwie mutiert. Ich glaube, die haben so ein Atomkraftwerk in Gotham gesprengt und die sind alle mutiert, die ganzen Charakter von den Bösen. Die sind echt kein bisschen Ähnlichkeit mehr haben. Vor allem Robin aus dem Wasserkopf bekommen. Die Serie war grauenhaft gewesen. Wie gesagt, da gab es einen Comic auch, Mad Love. Da war gezeichnet gewesen, Batman Animated Serie Comic. Gezeichnet, ist es Teil von Batman Animated gezeichnet und haben jetzt dann die Folge, haben sie leider bei New Adventure umgesetzt und sah wieder gesagt, wieder alle anders aus. Batman sah anders aus. Der Witz hat gefehlt. Also wie gesagt, der Comic ist super. Die Umsetzung als Cartoon hat doch ganz Witz gefehlt. Der kam total trocken und langweilig rüber, diese eine Folge von Batman New Adventure Serie, diese Folge da. Wie gesagt, ich verstehe es nicht, wie man eine Serie so versemmeln kann. Ehrlich gesagt, den die das beibehalten, 1:1. Vor allem, ich überlege so, was war der Grund denn gewesen? Warum muss man den Zeichenstil bei einer Serie, die erfolgreich ist, so radikal umändern, dass man nichts wiedererkennt? Ich habe es nicht verstanden bis heute. Das ist, wie gesagt, 1 und 2, Staffel 2 ist super. Ich liebe die Serie total. Und Staffel 3, was sollte dieser Scheiß? Das war irgendwie komisch. Irgendwie. Genauso Mr. Freeze, da auch total. Mr. Freeze war in den Medien ja auch eine Storyline bekommen. In der New Adventure-Serie sah er ganz komisch aus und da konnte er irgendwie noch seinen Kopf abnehmen und dann mit dem Kopf konnte da der Kopf allein durch die Gegend rumlaufen. Die Serie war bescheuert gewesen. Also ich wundere mich nicht, dass es keine 4. Staffel gegeben hat, weil die Serie so schlecht war, Staffel 3. So kann man bei Warner Brothers eine super Serie in den Wind schießen. Das ist echt traurig gewesen, finde ich.
Na, kann man nicht ändern, aber mein Wunsch wäre, großer Wunsch wäre halt, wie gesagt, Batman Animated Serie, Staffel 1 und 2 auf Blu-ray und Staffel 3 auf Betamax oder VS, die eh keiner kaufen wird. Okay, bis bald. Ciao.